Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Amnesia, Folge 26. Und wir, das letzte Mal wurden wir hier ausgenockt von unserem Freundchen hier. Und der hat uns da eingesperrt. Und ja. Jetzt suchen wir mal. Wir haben den Weg hier rausgefunden. Da war ein kaputtes Rohr. Und wir werden jetzt einfach mal gucken, was wir als nächstes tun müssen. Anscheinend kann ich das hier öffnen. Da gehen wir mal rein und gucken. Hier, boah, was ruckelt denn das so? Hör ich den? Okay, das kann ich aufnehmen. Einen hölzernen Eimer. Jetzt hier irgendwie... So. Die Zünderbuchse haben wir auch. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das heute etwas ruckelt. Okay, was passiert jetzt? Was ist das? Okay. Ja, gucken wir mal weiter. Hier finden wir jede Menge Zeug noch. Und gehen wir nochmal hier rein und schauen uns mal an, was wir hier noch so finden. Da finden wir einen Brief. Da finden wir so. Genau, so war das. Wir lesen uns den Brief durch. Komm. Brief. Es gibt nicht mehr viel zu sagen. Ich schreibe nur, um mich nicht noch einmal an die Geschehnisse der letzten Tage erinnern zu müssen. Wenn ich Glück habe, schlafe ich ein und die Zeit wird mühelos vergehen. Ich habe begonnen, mich von meinem Gefängnis zu entwöhnen. Als ich hierher kam, fühlte ich mich zuerst wie in einem Grab. Aber jetzt fühle ich, dass mir diese Wände Trost spenden. Solange ich hier drin bin, fühle ich keinen Schmerz. Die Wände schützen mich vor dem, was draußen geschieht. Ich habe sogar gelacht, als einer der Wärter seinen Schlüssel auf die Rohre fallen ließ. Es gab mir eine Sekunde lang die Hoffnung, dass ich hier rauskommen könnte, wenn ich ihn nur von hier aus erreichen könnte. In meinen Träumen, Alexander, bin ich König. In meinen Träumen besiege ich dich und entgehe deinen Klauen. Ich kehre mich allen Rittern des Reiches zurück und sie tragen Pistolen. Und Säbel in meinen Träumen. Naja. Okay. Damit kann ich da irgendwas machen. Siehst du. Geht schon los. Geht schon los, geht schon los. Jetzt habe ich Wasser. Was kann ich damit machen? Da ist noch eine Türe. Oh, und hier ist ein... Hä? Wie komme ich doch her? Warum ist denn das jetzt hier eingestürzt? Das war doch meine. Okay. Wir schauen weiter. Es ist abgeschlossen. Ich habe mir was aufgeschrieben. Ich gehe mal hier rein und gucke mir mal an, was ich mir jetzt aufgeschrieben habe. Finde einen Schlüssel, um die Tür zu öffnen, die aus diesem Bereich herausführt. Okay, es ist ein Schlüssel auf ein Rohr gefallen. Dann gucken wir mal, auf welches Rohr. Auf ein Rohr. In dem Rohr ist ein Schlüssel, aber kann ihn nicht erreichen. Wir nehmen das. Schlüssel, aber man kann ihn nicht... Was habe ich jetzt gemacht?
Ach, der ist runtergefallen. Sehr gut. Das ist ja einfach. Das haben wir schon mal geschafft. Oh! Oh! Lauf? Okay, ich lauf. Mann! Jetzt hab ich mir echt... Wo starte ich denn jetzt? Ich starte hier, okay. Alles klar, ich laufe. Ich laufe. Oh, komm schon. Mann. Weiter. Weiter, weiter, weiter laufen. Oh, ich bin lieber hier. Ah, da ist er eingestürzt. Verdammt, ich sehe nichts. Und ich weiß, dass ich kein Öl in der Lampe habe. Das habe ich nämlich eben noch gesehen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, jetzt bin ich im Wasser. Ich mag es nicht, hier im Wasser zu sein. Oh nee. Leute. Was soll denn das? Komm, renn. Rennen wie des Devils. Oh, da ist eine Tür. Da ist eine Tür, da ist eine Tür, da ist eine Tür. Weiter, 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 weiter. Los geht's. Hauptschiff. Schafft! Als Hazel 15 wurde, hatte sie 3 Jahre länger gelebt, als Dr. Date vorher gesehen hatte. Ihre Eltern hatten vor Erschöpfung aufgegeben und sich entschlossen, sie für eine dauerhafte Behandlung ins Hospiz in Canterbury einliefern zu lassen. Aber sie war noch immer am Leben. Sie umarmte ihn und wünschte ihm ein großartiges Abenteuer in Algerien. Ah, jetzt muss ich erstmal wieder runterkommen hier. Ah, muss ich jetzt weiterlaufen? Nein. Oh, ich weiß, wo ich bin. Oder? Ne, ich glaube, ich weiß nicht, wo ich bin. Was jetzt schon wieder? Alexander wurde still. Er wusste nicht, was er sagen sollte. Er konnte seinen auf die Kutsche sitzenden Freund nicht mehr wiedererkennen. Was ist denn jetzt passiert? Ich habe doch nur den blöden Brief genommen. 18. August 1839. Heute Nacht werden wir die Macht der Kugel entfesseln und endlich den Schatten, der mich verfolgt, verbannen. Ich fühle, wie er näher kommt, und ich habe mehr Angst um mein Leben als je zuvor. Kurz vor Altstadt liegt eine kleine Siedlung, wo Zimmermann, ein Molkereilandwirt, mit seiner Frau und 3 Kindern lebt. Soll ich gehen? Kann gehen. Wir nahmen die Kutsche und gingen dorthin. Unser Besuch war unerwartet und Alexander schaffte es, Herrn Zimmermann niederzuschlagen, ohne dass es die anderen mitbekamen. Warum? Haut er den um? Als er ging, um sich um die Stallburschen zu kümmern, suchte ich nach den Kindern. Wir sollten jetzt mehr als genug Gefangene haben, um das Ritual zu beenden. Wow. Wo gehen wir denn hier hin? Gehen wir hier links. Soweit komme ich gar nicht. Das Weinen hatte aufgehört und er konnte ein Flüstern aus der Zelle hören. Sie führten etwas im Schilde und er musste sie bestrafen. Naja, lass die Leute einfach in Ruhe, Mensch, ey. Ah, da ist wieder der Kollege. Damit irgendwas machen. Wir holen mal das Seil nach oben. Wo ist das Seil? Okay, ich muss da sehr wahrscheinlich wieder irgendwas dranhängen.
Die Drüse eines giftigen Pilzes. Was kann man denn noch daran hängen? Das sollte nicht noch einmal versucht werden. Ja, und jetzt? Jetzt hab ich doch schon. Und jetzt? Jetzt hat er den Eimer. Hä? Was soll sich denn da machen? Noch ein Seil dranhängen. Okay, das funktioniert nicht. Ich habe jetzt irgendwas gemacht, aber ich weiß nicht was. Vielleicht kann ich ihm ja einen Stein runterwerfen. Aber das bringt auch nichts. Wir laden mal unsere Lampe auf. Und ich hoffe, dass ich jetzt nicht wieder zurück muss. Aber es kann ja nicht sein. Also, das wäre ja... Ne, das wäre ja... Wir gehen mal weiter. Ich weiß noch nicht genau, was ich hier machen muss. Aber... Ich muss schon wieder laufen. Wo bin ich denn jetzt hier? Ach, hier bin ich, oder? Das ist alles voll. Da hinten komme ich da hier überhaupt hin? Aua! Ah, nein. Wie sieht's aus? Meine Wunde blutet ziemlich stark. So. Dann machen wir mal hier weiter. Aber irgendwas stimmt hier noch. Was muss ich denn hier machen? Hier muss ich doch anscheinend nichts machen. Muss ich das hier wegräumen? Oh, schon wieder, du. Kann ich hier entlang? Was haben wir denn hier noch? So ging's. Okay. Ich will da nicht drüber gehen. Das tut mir doch weh, oder? Moment. Nein, ich kann nicht. Wie sieht's aus mit meiner... Alles ist gut. Kann ich hier drüber gehen? Okay, weiter. Ah, jetzt gehe ich wieder runter, alles klar. Jetzt gehe ich wieder zu meinem Agrippa-Kollegen da. Gucken, ob es den überhaupt noch gibt. Aber wieso habe ich jetzt den Eimer Wasser nicht mehr? Brauchte ich den überhaupt? Oder war das eher so ein... Ah. Au. Kann ich den Balken nehmen? Nein. Wie sieht's aus? Einige Schnittwunden im Lauf stecken. Kann ich vielleicht hier was nehmen und da drauf? Doch hier noch so eine Kiste. Mal schauen.
Ja, liebe Leute, die Zeit ist mal wieder rum. Ich drücke jetzt hier nochmal einmal drauf. Hitze strömt aus dem Fach. Okay. Liebe Leute, die Zeit ist wieder rum. Ich verabschiede mich für heute. Und wir sehen uns morgen wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Macht es gut. Bis dann. Tschö.